Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Horse World. Ja, ich bin hier gerade beim Pony. Ich habe das ein bisschen gepflegt wieder. Es ist fit, wir können also gleich wieder lossprinten ins Grüne und gucken, ob wir nicht doch noch diesen Erfolg bekommen. Ich meine, 150 Hufeisen, keine 50 Kilometer. Na, ich weiß ja nicht. Wir werden jetzt mal schauen. Der dürfte jetzt eigentlich nicht mehr weit weg sein. Denn wie gesagt, das waren jetzt locker 25 Strecken, die wir geritten sind seit dem letzten Erfolg da mit den Hufeisen. Und seitdem sind wir wirklich ausschließlich mit dem Pony unterwegs und vorher ja eigentlich auch schon. Deswegen dürften wir eigentlich nicht mehr zu weit weg sein von dem Erfolg. Es ist natürlich möglich, dass man irgendwie 50 Strecken reiten muss oder so. Aber ich glaube, die haben wir auch schon mit dem Pony eigentlich zusammen. Bin ich mir schon fast ziemlich sicher. Naja, wir werden abwarten. Wir werden jetzt noch ein paar Strecken machen. Mal gucken, also... Ja, ich weiß nicht, wie viele. Wir werden sehen. So nach Gefühl irgendwie. Und ansonsten werden wir das Pony erstmal im Stall lassen und halt mit dem Pferd dann die Strecken reiten und mal gucken, ob sich da irgendwas tut. Dass es vielleicht am Pony liegt. Dass es nicht funktioniert oder länger dauert oder... Ja, mal gucken. Bis jetzt hat ja eigentlich alles einwandfrei funktioniert. So, na, ich hab doch ge... Dann eben nicht. Nicht so schlimm. So, okay. Wieder eine Strecke absolviert und immer noch kein Erfolg. Das ist wirklich eher zum Schreien. Da ist ein Hufeisen. Also wir haben jetzt 200 Hufeisen, müssen wir jetzt, ja, das ist der letzte Erfolg. Und das sind noch jetzt noch 23 Strecken, glaube ich, die wir reiten müssen. Also wenn wir in diesen Strecken nicht die Kilometer zusammen haben, ja, dann weiß ich ja auch nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Schreibfehler und das sollen 500 Kilometer sein. So, okay. Hufeisen haben wir, dann können wir ins Ziel. Und nach dieser Strecke gehen wir dann erstmal wieder in den Parcours und machen da noch mal ein, zwei Strecken, dass wir da auch vorankommen. Und füttern liegt ja noch an, aber füttern tue ich ja schon fleißig. Hoffe, dass ich da dann demnächst auch die beiden Erfolge noch bekomme. Einmal fürs Pony 100 Mal, glaube ich, und für die Pferde 200 Mal. Und dann sind nämlich die Pflegeerfolge durch. So, okay. Ja. Das ist, ich halt jedes Mal die Luft an, wenn wir durchs Ziel gehen, aber... Ich muss diesen Erfolg nochmal lesen. Habe ich da irgendwas übersehen, falsch verstanden? Reite 50 Kilometer im Ausritt auf deinem Pony. Das ist doch hier der Ausritt, oder? Ausritt ins Grüne. Woanders kann ich nicht hin. Da gibt es nichts mehr. Da ist der Springplatz, da ist der Ausritt. Okay, ja. Also verstehe ich nicht so ganz. Wir gucken mal, wir können füttern. Das machen wir mal eben schnell. Ja, komm. Striegeln werde ich nochmal einmal. Und kämm dich noch einmal und dann passt das auch wieder. Und dann schnappen wir uns das Pferd und reiten mal ein Parcours. Und zwar machen wir die Nummer 4 jetzt. Das wäre dann das 11. Mal. So. Oh,
Und da lang. So. Dann haben wir die auch gleich. Okay, so, das 11. Mal. Und dann können wir die Strecke 5 nochmal reiten. Das ist dann das 5. Mal. Okay. Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Okay. So. Und da hinten durch. Also die Strecke hier habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht. Die sind wir jetzt auch noch nicht so oft geritten, nur 5 Mal. So, okay. Das 5. Mal. Sehr schön. Dann wieder zurück in den Stall. Mal gucken, ob wir das Pferd jetzt hier füttern können schon. Ja, das ist sehr gut. Füttern ist immer gut. So, dann ja, schnappen wir uns wieder das Pony und machen noch einen Ausritt. Immer in der Hoffnung, dass der Erfolg kommt. Wir nehmen jetzt einfach mal das da. Wir machen mal ein bisschen was anderes. Das sind zwei Schleifen. Hier ist nur eine Schleife. Hier sind auch zwei. Ach, naja, was soll's. Wir werden die Hufeisen schon finden. Schauen wir mal. Hier gucken wir mal eben schnell nach rechts, ob hier irgendwo eins ist. Also hier vorne. Nö. Gut, dann reiten wir in die Richtung weiter. Kein Hufeisen hier. Also gar nichts. Okay, das ist ja irgendwie. Stopp. Gucken. Nö. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja sehr merkwürdig. Ah, da ist eins. Okay. Eins haben wir. Und da ist das zweite. So. Und dann können wir jetzt eigentlich ins Ziel. So. Gehen wir hier lang.
Nicht geschafft. So, okay. Das ist doch... Okay, machen wir noch einmal unsere Standardstrecke. Oh, da ist schon das erste Hufeisen hier vorne. Ja. Also ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ist egal, ich gebe auf. Wir lassen diesen Erfolg einfach und probieren das mit dem Pferd. Nur es ist dann garantiert so, dass wir noch ein, zwei Strecken nur mit dem Pony bräuchten und hätten dann irgendwie den Erfolg. Ja, das ist ja normal, wenn man sich dann so dagegen entscheidet, dann ist das meistens verkehrt. Aber wenn ich mich jetzt dafür entscheide, das durchzuziehen, reiten wir bestimmt noch irgendwie 20 Strecken und kriegen den Erfolg immer noch nicht. Ja, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Was machen wir jetzt? Mal gucken, jetzt warten wir mal ab, bis wir im Ziel sind, gucken mal, was passiert und ja. Schauen dann einfach mal. Ich meine, wir sind jetzt echt Ewigkeiten mit diesem Pony unterwegs, ne? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass das nicht funktioniert. Oder aber ich mache irgendwas falsch und das ist hier kein Ausritt, sondern... Also das ist hier nicht der Ausritt, der verlangt wird. Dass es nur ein bestimmter ist oder so, das kann natürlich auch sein. So. Und wieder nicht. Yay, wer hätte es gedacht? Ja, also haben wir da irgendwie Bezeichnungen oder sowas für? Gucken mal kurz rein, denn das war das, was wir als letztes gekriegt haben. Nein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man spezielle Strecken machen muss. Die will ich auch nicht machen, die dauert mir zu lange. Zu lange und hat zu wenig Hufeisen, das ist zu ineffektiv. Ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Einmal füttern. Vielleicht kriegen wir wenigstens da dann relativ zügig den Erfolg. Machen wir mit dem Pony weiter oder nehmen wir erstmal ein Pferd und probieren es damit? Komm, wir nehmen ein Pferd mit und probieren jetzt nochmal eine Strecke. Das wird wahrscheinlich sowieso nicht reichen. Da werden wir einige Strecken noch machen müssen, auch mit dem Pferd. Aber wir probieren das jetzt einfach nochmal. Und gucken mal. Ja, und gucken einfach mal. Das ist schon echt kurios, dass das mit dem Pony nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir mal abwechseln. Pony fährt, bis wir irgendwie die Erfolge dann haben. Na, 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 na. Relativ zügig haben wir auf jeden Fall dann die 200 Hufeisen zusammen. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Da ist ein Hufeisen. So, okay. Das haben wir. Und wo ist das zweite? Da. Okay. Okay. Dann jetzt ab ins Ziel. Die beiden Hufeisen haben wir. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir den Erfolg hier etwas schneller bekommen mit den Pferden. Werden wir sehen. Weil da haben wir ja eigentlich schon einige Kilometer gemacht am Anfang. Sind wir ja fast ausschließlich mit den Pferden ausgeritten. Okay, ja. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder in den Stall. Kurz gucken, ob wir irgendwas füttern können. Nee. Dich? Auch noch nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beende ich erstmal den Part an dieser Stelle und wir versuchen dann im nächsten weiter diesen,
50 Kilometer Erfolg zu bekommen. Also bis denn. Ciao, ciao.